Wann die Grenze zur Straftat überschritten wird, wissen die wenigsten. Die Wiener Rechtsanwaltskammer klärt deswegen schon in Schulen auf. Schönen guten Morgen. Johann Pauer kennt man vielleicht noch als Anwalt von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Heute spricht er in der Mittelschule Aspern mit 13-Jährigen über Hass im Netz. Es geht um Hass im Netz. Was passiert, wenn Sie 14 Jahre wären? Bitte? Man wird strafmündig. Ja, wunderbar, man wird strafmündig. Das ist schon ein richtiger Ausdruck. Alles, was ihr WhatsApp, TikTok oder sonst, alles, was ihr irgendwo im Internet von euch gebt, könnt ihr nicht mehr kontrollieren, wo es rauskommt. Ihr wisst nicht, ob irgendjemand in einer Gruppe einen Screenshot macht. Ihr wisst nicht, ob das irgendwo geteilt wird. Wenn ihr auf die Social-Media-Kanäle etwas macht und das wird geteilt, 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 kann es sein, dass plötzlich eine Nachricht, die ihr geschrieben habt, oder eine Nachricht oder ein Video, das ihr gepostet habt, oder ein Foto, das ihr gepostet habt, plötzlich 50.000, 60.000 Leute sehen. Und deshalb müsst ihr euch immer vorstellen, wäre ich bereit, das im Happelstadion vor 50.000 Leuten zu sagen oder zu zeigen. Und nur dann, wenn ihr dazu bereit wärt, dann ist es ein Posting, das ihr auch tatsächlich absetzen könnt. Das Delikt. Der Anwalt kennt das Problem. Immer öfter kommen Eltern in seine Kanzlei, weil ihre Kinder wegen Cybermobbing, Verhetzung oder Beleidigung angezeigt wurden. Und natürlich kommt es oft vor, dass man seinen Emotionen Ausdruck verleiht und dass man dann vielleicht Sachen sagt, die man gar nicht so gemeint hat, die einem leid tun. Klassische Beleidigungen, die aus der Emotion heraus passieren. Wenn man das einem gegenüber sagt, ist es passiert, man kann sich entschuldigen und das Thema ist erledigt. Wenn Sie diese Beleidigung oder wenn ihr diese Beleidigung irgendwo ins Internet stellt und wir sind wieder bei dem Thema und das sind 50.000 Leute, das bekommt ihr nicht mehr aus dem Internet. Und ihr könnt euch 100-mal entschuldigen, das bleibt irgendwo drinnen. Und derjenige, der davon betroffen ist, der leidet darunter massiv. Was passiert, wenn die Person wirklich so psychisch unstabil ist, dass sie sich dann vielleicht oder so umbringt und so? Je intensiver eine Beleidigung, je intensiver Mobbing, je intensiver etwas betrieben wird, wo der andere sich schlecht fühlt, desto höher bestraft es der Gesetzgeber völlig zu Recht. Und wenn es dann zu einem tragischen Ende kommt, nämlich dass der Beleidigte keinen Ausweg mehr findet, außer sich zu das Leben zu nehmen, dann ist die Strafe natürlich umso höher. Wie viele Anzeigen es wegen Beleidigungen im Internet gibt, wird nicht erhoben. Aber bei Cybermobbing waren es heuer im ersten Halbjahr 290. Umgerechnet also ca. 11 Anzeigen in einer Woche. Verurteilungen gab es im gleichen Zeitraum 16. Reichen die bestehenden Gesetze oder müsste man da mehr adaptieren? Abschreckend wirkt nicht eine Strafbestimmung, abschreckend wirkt die Aufklärungsquote. Ja. Ansonsten hätten Sie in Ländern, wo auf Drogendelikten die Todesstrafe steht, ja keinen Drogenhandel mehr, sondern die machen dort deshalb weiter, weil die Aufklärungsquote so gering ist. Und wenn ich der Meinung bin, ich werde eh nie erwischt, dann wirkt das nicht abschreckend. Das heißt, man muss viel mehr auf Aufklärungsquote bei den Ermittlern setzen und Prävention und Klärungen gegenüber Jugendlichen, Erziehungsberechtigten, dass solche Sachen einfach nicht passieren dürfen. Hat irgendwer von euch schon mal einen Hasskommentar gelesen? Ja. Also ich habe mal einen TikToker gesehen, der hat halt, glaube ich, eine Krankheit oder so, irgendwas gehabt. Da hat er halt nicht so wie andere jetzt ausgesehen und da haben die ihn wirklich sehr stark beleidigt, sodass er hässlich und so ist. Ich wollte nur fragen, ob Hate-Kommentare strafbar sind. Deswegen. Hate-Kommentare? Ja. Ich denke mir so, manche Meinungen sollte man sich auch für sich behalten. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Satz. Sehr guter Abschlusssatz.